Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserer Interviewreihe Auf eine Limo mit. Mein Name ist Jennifer Hake und wir sind heute im Denkraum in Braunschweig zu Gast. Früher war das hier eine Druckerei und heute ist daraus ein Raum für Workshops und kreatives Arbeiten entstanden. Und auch The Y Guys haben hier ihre Homebase und deswegen darf ich heute mit deren Gründer und Geschäftsführer meine Limo trinken. Herzlich willkommen, Cedric Lachmann. Hallo, schön, dass du hier bist. Du hast ja mit deinem Team maßgeblich auch das Denkraumkonzept mitgestaltet und mitentwickelt und ihr führt ja hier viele eurer Coachings und Trainings durch. Erzähl mal genauer, was machen die Y Guys und was ist eure Mission? Ja, unsere Mission ist, dass wir Teams und Organisationen, vornehmlich hier in der Region Braunschweig, dabei unterstützen, innovativer, kreativer, moderner zu werden. Und um noch ein Buzzword reinzubringen, New Work ist so ein bisschen das, was wir auch in die Unternehmen, in die Organisationen tragen wollen. Mhm. Und um es ein bisschen konkreter zu machen, New Work bedeutet aus unserer Sicht eben, dass Mitarbeitende mit ihren Bedürfnissen eben maßgeblich auch einen Wandel mitprägen. Und wir unterstützen dann eben durch Workshops, durch ganze Change-Prozesse, mit Fokus darauf, dass die Mitarbeitenden, die am Ende Nutzenden von Produkten vielleicht mitgestalten. Und wie hat das bei euch angefangen? Also was war die Gründungsintention? Das war eigentlich so dreierlei, ein Zusammenspiel von drei guten Fügungen irgendwie. Paul, Pascal und ich, die drei Gründer, wir kannten uns aus der TU und haben da festgestellt, dass wir total viel gemeinsam haben, dass wir mit Design Thinking eine Arbeitsweise alle drei können und gut finden. Wir haben zum Beispiel das Projekt Sandkasten ja auch entwickelt mit diesem Mindset, mit dieser Arbeitsweise. Paul hat dann viel geforscht und also dieses Kennenlernen an der TU war die eine Initiative. Dann haben wir diesen Raum hier entdeckt und gesagt, hey, da kreativ werden, da wirklich Workshops durchführen mit Organisationen, mit Unternehmen, das wollen wir tun. Und tatsächlich gab es auch schon den ersten Kunden, bevor wir gegründet haben. Das war auch ganz witzig. Ja. Du hast ja gerade gesagt, ihr kennt euch noch aus TU-Zeiten. Das hat euch sicherlich sehr geprägt. Wie genau ist das denn zustande gekommen und wie läuft da jetzt noch die Zusammenarbeit? Also na klar, dadurch, dass wir alle an der TU gelernt, gelehrt, gearbeitet haben, ist es einmal wirklich die Wissenschaft und unser Know-how, das wir maßgeblich der TU verdanken, wo wir eben total viel gelernt haben. Wir sind in der Wissenschaft immer noch verankert, also sowohl Paul als auch Pascal, die forschen sehr, sehr tief. Ich selbst bin ja noch im Sandkastenprojekt aktiv, wo ich sehr, sehr viel im Operativen, sehr viel lerne, sehr viel auch mein Netzwerk aufbaue. Und mit weiteren Mitarbeitern unserer Firma, zum Beispiel Daniel, der auch an der TU zum Thema Kreativität forscht, sind wir auch noch weiter verankert in Wissenschaft und TU. Mhm. Du hast es ja gerade schon erwähnt, das Design Thinking ist ja eine eurer Kernmethoden. Was genau ist das? Kannst du es mir mal erklären? Ja, klar. Also ich bezeichne es eigentlich auch gar nicht so gerne als Methode, auch wenn das nicht ganz falsch ist, sondern eher so als Arbeits- und Denkweise, weil Design Thinking als solches bedient sich an kreativen Methoden und hat einen iterativen Prozess. Aber diese Haltung, diese Arbeitsweise, die Design Thinking ausmacht, also Fehlertoleranz, mutig sein, optimistisch sein, einfach Sachen machen und auszuprobieren und vor allem ganz, ganz wichtig, den Nutzerfokus, also am Ende Nutzende, die also ein Produkt oder ein Prozess, was auch immer, am Ende nutzen wollen und sollen, deren Bedürfnisse konsequent in den Mittelpunkt zu stellen, das ist ganz, ganz wichtig beim Design Thinking. Und all dies zusammen mit einem iterativen Prozess, mit einem diversen Team, mit einem kreativen Raum, das ist Design Thinking. Okay. Wichtig ist bei euch ja auch das Empowerment oder die Befähigung in der Arbeitswelt. Was genau ist damit gemeint und warum ist euch das so wichtig? Ja, ich hatte ja vorhin auch angedeutet, dass wir so ein bisschen New Work, ein bisschen Modernes auch in Unternehmen bringen wollen, also auch irgendwie wirklich Change und Veränderung anstoßen wollen. Und wir sind auch überzeugt davon, dass das nicht top-down funktioniert, sondern nur bottom-up, also mit Beteiligung aller Mitarbeitenden. Und dazu müssen Mitarbeitende natürlich befähigt sein. Und damit es natürlich nicht in Chaos oder Anarchie ausartet, braucht man natürlich auch Rahmen und natürlich müssen auch mal Dinge vorgegeben werden. Und das Empowerment ist am Ende eigentlich so ein bisschen das Ziel, dass wir die psychologischen Grundbedürfnisse, Autonomie, Kompetenz, soziales Einbringen, dass wir das wirklich für die Mitarbeitenden so gestalten, dass sich alle auch wohlfühlen am Ende. Mhm. Aber mit Vertrauen hat es wahrscheinlich auch viel zu tun, oder? Na klar. Was ist denn so eine typische Anfrage von Unternehmen, die bei euch eingeht?
Was wäre so der Klassiker? Ja, da gibt es unterschiedliche. Der Klassiker ist sicherlich, hey, wir haben mal Design Thinking gehört, wollen wir da mal so einen Tag machen? Das hat sich mit der Zeit aber auch so ein bisschen verändert zu, hey, wir haben da gehört und wir haben eine große Herausforderung. Wollen wir da nicht zusammen an unserer Herausforderung arbeiten? Bis hin zu, hey, wir haben gehört, dass irgendwie moderne Arbeitsweise und Kreativität, dass ihr da was macht, können wir da nicht langfristig ein Projekt machen, sodass wir das alles lernen können, dass wir unsere Organisation weiterentwickeln können. Das heißt, man kann einen Tagesworkshop machen oder einfach mal mit euch so den Tag verbringen und sich ein bisschen was beibringen lassen. Das heißt aber auch, man könnte es länger begleiten. Ihr seid auch in längeren Prozessen. Also wir machen eigentlich immer kundenindividuelle Angebote, je nachdem, was der Kunde eben so braucht. Und als Einzelperson kann man zum Beispiel auch unsere Coaching-Ausbildung mitmachen. Die startet im Mai. Sind insgesamt 16 Workshop-Tage, eben das komplette Konzept einmal durch, viele Methoden, vieles aus dem Mindset, was wir eben vermitteln wollen, um eben so einen Wandel mit in die Organisationen zu bringen, durch einzelne Personen. Ihr macht ja auch viel mit Startups gemeinsam, das hatte ich so mitbekommen. Kannst du uns da ein Beispiel erzählen, wie ihr da vielleicht schon mal unterstützen konntet? Ja, ein Beispiel, wo wir, das ist eigentlich noch eine Phase vor den Startups, aber da denke ich immer total gerne dran, ist ein Hackathon, den wir im Haus der Wissenschaft begleitet haben. Das hatte so eine richtige Startup-Atmosphäre, da war total viel Kreativität, da waren Ideen, die wir noch weiterentwickelt haben. Und das war eben total kreativ und Startups haben ja auch irgendwie so dieses Mindset sowieso schon drin, sind total mutig, sind fehlertolerant und wollen einfach vorangehen. Und das macht richtig Spaß. Wir haben dann auch hier im Denkraum gerade ein neues Konzept angefangen, heißt Next Loop. Da werden Startups unterstützt, die den Fokus auf Nachhaltigkeit haben. Also Startups, Unternehmen, die nachhaltige Konzepte irgendwie haben, ökologisch nachhaltig. Mhm. Und da haben wir jetzt auch gerade ein paar Startups genau in dieser Gründungsphase unterstützt. Idee entwickeln, Geschäftsmodell ausbauen, bis hin zu Strategie und Kommunikation. Genau. Total gut. Was würdest du denn sagen, unterscheidet euch von so einer klassischen Unternehmensberatung? Ich würde sagen, wir machen eher Prozesse statt Inhalte. Mhm. Und um es ganz plakativ zu machen, würde ich sagen, wir gehen nicht in ein Unternehmen und fragen, hey, was ist die Herausforderung oder was ist das Problem? Wir lösen es für euch. Sondern wir fragen, was ist die Herausforderung? Gebt uns ein Team und wir zeigen dem Team, wie es zu lösen gilt. Okay. Und wie hat sich das durch Corona verändert, also die Anfragen und die Bedarfe der Kunden? Hat sich das bei euch groß verschoben? Na klar, einmal ist natürlich eine Menge auch weggebrochen von dem, ne, weil wir tatsächlich sehr viel in Präsenz machen. Und das ist, muss man auch einfach sagen, das ist sehr viel besser, als alles digital zu machen. Das wissen wir mittlerweile alle. Aber tatsächlich haben wir einige Aufträge dann digital gemacht. Wir haben unsere Impulse und Deep Dives, das sind die regelmäßigen Veranstaltungen, wo man mal reinschnuppern und einzelne Methoden auch lernen kann. Das haben wir komplett digitalisiert. Mhm. Und Kundenanfragen sind mittlerweile eben tatsächlich auch schon, wie können wir denn das, was wir durch Corona verändert haben, positiv mit in die Zukunft nehmen. Mhm. Und wie habt ihr euch selber auch auf die neuen Herausforderungen eingestellt? Na einmal, ich habe es ja eben schon erwähnt, haben wir tatsächlich vieles digitalisiert, haben bei uns auch ein bisschen in technische Infrastruktur investiert und haben damit auch direkt die Kunden, die ja vorher schon da waren, nur sie durften nicht mehr zu uns kommen, die haben wir dann eben so ein bisschen weiter bedienen können. Und das andere ist natürlich auch, dass wir sind ja auch ein Unternehmen, wir sind auch ein Team, wir müssen uns irgendwo auch selbst helfen, dass wir auch intern natürlich die Herausforderungen haben, die jedes Unternehmen gerade hat, dass wir viel im Homeoffice sind, dass wir uns nicht mehr so häufig sehen können, dass wir unsere Prozesse, unsere Kommunikation verändern müssen. Und da waren wir ja fast auch ein bisschen unser eigener Kunde und haben uns dann selber auch sehr weiterentwickelt. Das glaube ich, ja klar. Ne? Aber dadurch findet man vielleicht auch heraus, was man dem Nächsten wieder raten kann. Ne? Genau. Ja, ja. Ein eigenes Testkaninchen. Sammeln wir ein bisschen Erfahrung an uns selbst auch. Welche Rolle spielt denn der Standort für euch? Also hättet ihr euer Unternehmen auch in jeder beliebigen Stadt hochziehen können oder was macht Braunschweig dabei aus für euch? Klar, wir hätten es in jeder Stadt probieren können, aber wir sind einmal alle eng verwurzelt in Braunschweig, familiär, aber eben auch durch die TU, wo wir auch noch ein paar Projekte und Jobs haben, die wir wirklich auch durchführen wollen. Und dann ist natürlich Braunschweig eine Region, in der Forschung, Wissenschaft, aber auch Wirtschaft mit all den KMUs hier
einzigartig ist, eigentlich in Europa, kann man wirklich sagen. Und das haben wir natürlich auch oder empfinden wir immer noch als große, große Chance für uns, da eben mit den KMUs, mit den vielen tollen Unternehmen und dem tollen Netzwerk vieles zu bewegen auch. Und tatsächlich ist es hier in Braunschweig auch nicht so wie in Hamburg, Düsseldorf oder Berlin, dass Firmen wie uns irgendwie wie die Pilze aus dem Boden wachsen. Ist nicht zu klein und nicht zu groß. Genau. Was strebt ihr denn für die Zukunft an? Was ist so die Perspektive? Ja, wir wollen tatsächlich in Braunschweig natürlich der Ansprechpartner sein, wenn es um Kreativität, modernes Arbeiten, Innovation geht. Wir wollen uns mit anderen Unternehmen immer weiter vernetzen. Wir sind zum Beispiel mit im Sandkasten-Kontext, sage ich mal, also in der Uni so gut vernetzt, dass wir viele gemeinsame Projekte irgendwo auch machen können. Und ja, für uns persönlich streben wir aber eben auch genau das an, was wir anderen vormachen wollen. Also ich glaube, wir haben es auch schon ein bisschen erreicht, dass wir für uns eine Firma aufbauen oder auch weiterentwickeln, in der wir langfristig gerne arbeiten wollen, wo alle Mitarbeitenden in dieser Firma gerne arbeiten wollen, wo wir uns selbst verwirklichen können und das eben aus Verantwortung gegenüber sozial, ökologischer Nachhaltigkeit. Also auch das spielt bei uns eine ganz große Rolle. Voll gut. Wir kommen auch schon zur Abschlussfrage. Die ist wie immer dieselbe. Wenn du einen Wunsch frei hättest für den Innovationsstandort Braunschweig, was würdest du dir wünschen? Ich glaube, ich würde mir einfach ein bisschen mehr Mut wünschen. Mhm. Und ich mache es an einem Beispiel. Das Hey Alter-Projekt, das kennen, glaube ich, auch ganz viele hier in Braunschweig. Da habe ich ja auch mitgewirkt oder wirke immer noch mit. Und da erinnere ich mich an ein Telefonat mit einer Behörde ganz am Anfang, als diese Idee startete. Und in 20 Minuten Gespräch fiel, glaube ich, 42 Mal das Wort Aber. Was könnte alles an dieser Idee nicht funktionieren? Wir haben uns dann überlegt, hey, das existiert für uns nicht, das Aber, sondern wir machen es einfach. Also diesen Mut zu haben, nicht zuerst an die Herausforderung zu denken oder zuerst an das zu denken, was nicht funktioniert, sondern die Dinge tun. Und dann wird man auf dem Weg sicherlich zweimal stolpern. Solange man nicht so dolle stolpert, dass man irgendwas richtig kaputt macht, wird man am Ende irgendwo ankommen. Das ist meistens was wirklich Positives. Mehr Mut ist immer ein guter Wunsch, finde genau. ich. Genau. Danke für das Gespräch, Cedric. Sehr gern. Und vielen Dank auch, liebe Zuschauer. Wir freuen uns, wenn Sie sich wieder reinklicken, wenn irgendwo in Braunschweig mit neuen Gästen eine Limo getrunken wird. Und besuchen Sie uns bis dahin gerne auf braunschweig.de/innovationsportal.